Hallo alle miteinander. Das Thema heute ist die angehende Revolution in den USA. Der Auftakt zu der Revolution. Weil das, was da gerade passiert, kann man schon als Anfänge der Revolution auf jeden Fall betrachten. Das sind schon heftige Sachen, die da abgehen. Ich habe das eine Weile verfolgt und es ist einfach unglaublich, wie schnell ein Land sich verändern kann, wie das da alles auf einmal von Füßen auf den Kopf gestellt wurde. Das sind reißen schon diese Aufstände seit mehreren Monaten nicht mehr ab. Polizisten werden ermordet, Weiße werden durch die Straßen gejagt. Die dürfen sich schon in manchen Gebieten überhaupt nicht mehr zeigen. Außer den Leuten, die zu Antifa gehören, zu der Bewegung. Von Black Lives Matter, ja. Das ist im Grunde ein Ableger der Antifa. So, die nutzen da einfach die Schwarzen aus, um ihre Ziele zu erreichen, um die Situation zu destabilisieren und dann letztendlich eine Revolution durchziehen zu können. Und die hetzen und ja, bis das Ganze komplett aus der Kontrolle kommt. Das Schlimme dabei ist nicht nur die Aufständische und diese Antifa Bewegung, sondern die Medien und die Politiker, die da in dieselbe Kerbe schlagen. Die Medien hetzen gegen die Weißen, gegen die Polizei, was das Zeug hält. Also die machen das alles mit. Die Politiker, die Demokraten machen das auch mit. Die einzigen, die da scheinbar noch entgegenhalten, sind die Republikaner, aber auch nicht alle. Da sind auch sehr viele verkappte Linke dabei. Also die Situation wird da immer schlimmer. In manchen Gebieten hat man schon die Polizei aufgelöst oder die Polizisten haben ihre Arbeit freiwillig aufgegeben, weil sie unter diesen Umständen nicht arbeiten wollen. Sie können nichts mehr machen. Sie können keine Schwarzen mehr festnehmen, weil das grundsätzlich Rassismus ist. Also die können jetzt machen, was sie wollen. Die weißen Antifanten, die festgenommen werden, die werden auch am nächsten Tag wieder freigelassen. Also die Polizei kann da nichts gegen machen. Hier sind die Hände komplett gebunden. Die können sich auch nicht vernünftig verteidigen, werden angegriffen, werden hinterhältig ermordet. Also man stellt den richtigen Fallen sozusagen, wo man sie dann ermordet. Das sind schon hunderte Polizisten ermordet worden in solchen Hinterhalten. Tja, also die Black Lives Matter und Antifa wollen einfach die Staatsordnung stürzen. Es geht darum, Polizei ist ja dafür zuständig, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Kriminalität einzudämmen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn man die Polizei jetzt abschafft, ja, was haben wir dann? Ausufernde Kriminalität, die Ordnung bricht zusammen, der ganze Staat bricht zusammen. Die Wirtschaft kann nicht mehr funktionieren, es kann nichts mehr funktionieren. Und das ist das Ziel. Auch in diesem Chaos kann man dann alle politischen Gegner auch vernichten. Ja, man kann gezielt die Leute wegschaffen, ja, und sie irgendwo umbringen und vergraben. So, und das ist das Ziel von diesen Aufständischen letztendlich. Ja, das sind natürlich viele Menschen, die sind einfach unzufrieden mit der ganzen Geschichte, mit Corona und mit der Wirtschaftslage, die gar nicht begreifen, worum es geht, ja, was die Linken wollen. Die werden einfach nur aufgehetzt, emotional aufgeputscht
mit dieser ständigen Propaganda und Hetze. Und dann gehen da viele Weiße auf die Straße und demonstrieren gegen den Rassismus. Und die begreifen gar nicht, dass es nicht um den Rassismus geht. Es geht um das Weißsein. Ja? Es geht gegen die Weißen. Weil sie ja die Mittelschicht bilden, die tragende konservative Mittelschicht in den USA. Und die Linken brauchen jemanden, um gegen diese Mittelschicht vorzugehen. Ja. Die haben da solche Sprüche, da tragen die auf den Plakaten da. Nichts weniger als die Revolution oder Schwarze und Braune vereinigt euch. Ja, gegen wem? Gegen die Weißen natürlich. Und da gehen Weiße dabei mit diesen Schildern. Wie blöd sind sie? Die kapieren gar nichts. Es geht nicht um den Antirassismus. Es ist purer Rassismus gegen Weiße. Aber das begreifen sie nicht. Oder solche Sprüche, no justice, no peace. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Die Sache ist nur, ist auch, ihre Vorstellungen von der Gerechtigkeit sind dermaßen pervers, dass man, um diese zu erreichen, muss man die Gesellschaft komplett umkrempeln. Ja? Und das ist ohne Revolution, ohne Massenmord und Enteignung und so weiter geht das gar nicht. Also mit anderen Worten heißt das Krieg bis zum Schluss, bis wir gewinnen. Das ist eine extremistische Vereinigung. Das ist Extremismus pur, was sie da betreiben. Die sind auch sehr gewalttätig, sie verbrennen die Geschäfte und so weiter. Die Schwarzen schreiben schon auf ihren Geschäften, das ist eine Black Owner. Das gehört einem Schwarzen, macht das nicht kaputt. Weil das, was den Weißen gehört, ist zum Abschluss freigegeben. Also da kann man reingehen, alles ausrauben, ja, den Eigentümer da umbringen. Die bringen auch übrigens auch die Schwarzen um, die nicht ihrer Meinung sind. Ja, klar. Weil es geht nicht wirklich um die schwarze Leben. Weil wenn es zum Bürgerkrieg kommen wird, dann werden die Weißen auch die Schwarzen massenweise umbringen. Die Weißen in den USA sind bewaffnet und können gut schießen. Ja? Das ist, wenn es einmal richtig zur Sache geht, dann werden die schwarzen Läden auch nicht mehr viel wert sein. Und das ist, sollte eigentlich nicht das Ziel von denen sein. Das ist, aber den Linken sind die Schwarzen egal. Das ist nur ein Werkzeug, den sie benutzen, um die Weißen zu bekämpfen. Die konservativen Weißen zu bekämpfen. So. Jetzt lese ich hier mal ein paar Forderungen von BLM, Black Lives Matter. Eine der wichtigsten Forderungen ist die Auflösung der Polizei. Klar, damit die da machen können, was sie wollen. Ja, dann, dann können die ihre Revolution voll durchstarten. Morden, vergewaltigen, ausrauben und so weiter. Und die Demokraten gehen darauf ein und wollen die Polizei durch Sozialarbeiter ersetzen. Sozialarbeiter. Gegen eine Bewegung, gegen Kriminelle, gegen die Kriminelle, die sowieso nur Gewalt verstehen. Die verstehen kein sozialpädagogisches Gerede. Da spucken die drauf. So, Gleichstellung der Migranten. Klar, dass jeder da reinfährt, sofort eingebürgert wird. Legalisierung der Prostitution. Interessant, warum sie dafür sind. Ja, weil das ist ja linke Forderung letztendlich. Es geht darum, die Familien zu zerstören. Ja. So, Umverteilung des Landes. Also den Weißen soll das Land weggenommen werden natürlich und den Schwarzen gegeben werden. Kompensierung für die Sklaverei.
in Form des garantierten für das Leben ausreichenden Einkommens für alle Schwarzen. Noch einmal, Kompensierung für die Sklaverei in Form des garantierten für das Leben ausreichenden Einkommens für alle Schwarzen. Unabhängig davon, ob ihre Vorfahren deswegen tatsächlich Sklaven gewesen sind oder nicht, oder sie später eingewandert sind oder gerade eingewandert sind, alle Schwarzen sollen Geld bekommen, damit sie ohne Arbeit leben können in den USA. So, und bezahlen sollen das die Weißen, unabhängig davon, ob ihre Vorfahren tatsächlich jemals Sklaven gehabt haben. Oder nicht. Also einfach nur nach den Rassenmerkmalen. Die Weißen bezahlen, die Schwarzen bekommen Geld und können ohne Arbeit leben. Ja, das Leben genießen. Und das tun sie, ja, weil sie schwarz sind und die anderen, weil sie weiß sind. Also Rassismus pur bis zum geht nicht mehr. Auch wenn das ist ja auch wenn das so wäre, dass von die Vorfahren von manchen Weißen, die in den USA leben, auch tatsächlich Sklaven gehabt haben, obwohl das nur wenige gewesen sind. Ja, man kann die heutige Generation gar nicht dafür zur Verantwortung ziehen. Weil man bringt ja niemanden jetzt ins Gefängnis, weil sein Großvater da jemanden umgebracht hat. Zum Beispiel, ja. Das ist einfach nur Schwachsinn, geht nicht. Und die Schwarzen heutzutage sind schon längst gleichgestellt, den Weißen haben dieselben Möglichkeiten, sogar extra Zuwendungen für die Schwarzen, besondere Privilegien, sage ich mal so, wodurch sie gefördert werden. So. Aber das ist nicht genug, die sollen dann garantiertes, für das Leben ausreichendes Einkommen bekommen. Und die Weißen sollen dafür blechen. Ja, daran sieht man, was ihre Ziele sind. Und solange sie das nicht erreichen, wird es keinen Frieden geben. Ja, also Extremismus pur, Rassismus pur, die fordern auch die Rassentrennung. Das heißt, die wollen nicht, dass Schwarze und Weiße heiraten und Kinder bekommen, weil ihrer Meinung nach die Weißen moralisch dazu nicht in der Lage sind, schwarze Kinder zu erziehen. Ja, weil die Schwarzen sind ja maßgeblich für die Zivilisation, aktuelle Zivilisation, verantwortlich, ja, und moralisch und ethisch sind ja viel höher als die Weißen. Und man kann den Weißen einfach die Erziehung des schwarzen oder halbschwarzen Kindes nicht zutrauen, weil sie ja moralisch minderwertig sind. Tja, okay, wenn das kein Rassismus ist. Ach übrigens, wenn jemand sagt, All Lives Matter, also alle Leben zählen, dann gilt das in den USA jetzt als Rassismus, rassistisch. Die scheinen da nicht zu begreifen, dass in All Life Matter alle Leben, auch die schwarzen Leben mit beinhalten sind. Scheinen die nicht zu kapieren. Und die stört dabei anscheinend, dass da auch die weißen Leben eingeschlossen sind. Und das darf ja nicht sein. Wenn weiße Leben zählen, dann ist das Rassismus und das kann ja nicht sein. Ja, so ungefähr. Also moralisch minderwertige, bösartige Weiße als etwas Wertvolles zu betrachten und ihr Leben, dass ihr Leben etwas zählt, geht ja natürlich nicht. So ungefähr denken die. All Lives Matter ist also rassistisch heutzutage. So, was haben wir hier noch? Also, in von Demokraten beherrschten Gebieten, Seattle Beispiel, hat man
die Staatsangestellte zu Rassismus, Antirassismus-Schulungen eingeladen. Ja, zwangsweise wahrscheinlich müssen kommen, weil sonst, ja, übrigens, da kann man sehr leicht die Arbeit verlieren, wenn man irgendwas gegen Black Lives Matter sagt. Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, All Lives Matter, alle Leben zählen, kannst du dafür schon die Arbeit verlieren. So ideologisch gefärbt ist das mittlerweile, das Ganze. Das ist völlig kranke, verrückte Scheiße. Aber anscheinend ist das... halten sie die Bevölkerung dafür dermaßen blöde, dass sie das einfach durchziehen können. So, angebliche Antirassismus-Training wurden sie eingeladen. Das hieß dann Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness. Das kann man so übersetzen. Bruch mit der eingestampften weißen Überlegenheit und dem Weißsein. Also die Weißen sollen damit brechen, ein Weißer zu sein. Man hat ihnen gesagt, dass ihre weiße Eigenschaften wie Perfektionismus, Objektivität und Individualismus unter anderem beleidigend und nicht akzeptabel sind. Und dass sie sich daran arbeiten sollen, sich zu ändern und ihr Weißsein zu lassen, bitteschön. Sie sollen in der Zukunft keinen Anspruch mehr auf komfortables Leben, physische Unversehrtheit und Kontrolle über Menschen und Land haben. Okay, sie sollen kein komfortables Leben mehr führen können, nicht des Lebens sicher sein und der Gesundheit sicher sein, und sie dürfen keine Menschen mehr kontrollieren, also wie hochgestellte Persönlichkeiten dürfen sie nicht mehr sein und das Land dürfen sie auch nicht kontrollieren, also keine hochgestellte Politiker dürfen Weiße mehr sein. Sie sollen dazu noch keine Beziehungen mit den anderen Weißen pflegen. Sie sollen keine Nettigkeiten von den Nachbarn und Kollegen erwarten, weil sie ja weiß sind. Das sind ja abscheuliche, minderwertige, unmoralische Wesen. Ja? Was für Nettigkeiten können sie erwarten? Und sie sollen ihrer Jobs nicht mehr sicher sein. Ja, das ist wohl jetzt schon so. Und das alles nur, weil sie weiß sind. Also, das ist dermaßen krank, das Ganze, dass man das einfach nicht glauben kann. Der pure Rassismus kommt heute in der Maske des Antirassismus. Ja. Also, wo ich die Infos her habe, werde ich dann ein paar Links reinsetzen. Die Videos, dann könnt ihr das auch angucken. Ich werde das auf Englisch, die Videos. Ne? Ich habe da auch eine Übersetzung auf Russisch. Oder ich setze beide rein. Englisch und Russisch. Dann könnt ihr das nachschauen. So wie sich das da entwickelt, die Bewegung wird immer größer. Das Problem ist auch, die Wirtschaft der USA bricht gerade gewaltig ein. Schlimmer als in der großen Depression. 33% Reduktion der Wirtschaft im Moment. Das war in der großen Depression irgendwie 8% oder so, wenn ich mich nicht irre. Also viel, viel mehr Einbruch der Wirtschaft im Moment. Und das ist nur der Anfang, das wird weiter so gehen. Ja? Corona und so weiter, Auflagen und Beschränkungen und auch die Probleme, die vorher schon da waren mit der Wirtschaft, mit den ganzen Auflagen,
für die Unternehmer und die Auslagerung der Unternehmen nach China und so weiter. Das wird alles jetzt Früchte tragen, weil die Wirtschaftskrise würde sowieso kommen. Durch die Corona-Krise wurde sie jetzt schneller hervorgerufen und um Vielfaches verschlimmert. Dazu kommen noch diese Aufstände, was die Sache natürlich nicht verbessern wird. So, und wir sollten nicht glauben, dass das Ganze in den USA bleibt. Wir haben hier auch keine bessere Situation. Wir haben in Deutschland 10%igen Einbruch der Wirtschaft. Noch. Ja, und das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Nach unten. Letztendlich vielleicht im Herbst oder im Winter bekommen wir dann schon eine richtige Krise, wo wir das richtig zu spüren bekommen. Und wir haben hier auch genug Potenzial für Aufstände. Ja, da werden bei uns nicht die Schwarzen dann auf die Straße gehen, also und dann die ganzen ja, Asylanten und Antifa zusammen, ja, von Antifa an aufgehetzt oder auch einfach so aus Langeweile. Ja, wir haben auch viele Jugendliche, die mit Spielen aufgewachsen sind und die ja nichts zu tun haben, einfach mal randalieren wollen. Ja, das wird dann hier genauso laufen wie in den USA. Letztendlich werden wahrscheinlich wird das hier auch so sein, dass die Polizei nicht durchgreifen wird, bis die Bewegung schon so groß ist, dass man sie nicht mehr stoppen kann. Also bei solchen Sachen sollte man sofort durchgreifen, direkt bei den Anfängen. Wenn es gerade anfängt, sollte man, wenn es zu Übergriffen kommt, wenn Gewalttätigkeit im Spiel ist und so weiter, man sollte das sofort stoppen. Und fertig und denen klar zeigen, dass sowas nicht geht. In den USA wurde das nicht gemacht. Man hat die Polizisten bestraft, die das versucht haben. Man hat die Randalierer nicht bestraft, hat sie wieder gleich freigelassen. Dadurch wird die Bewegung immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann mal erreicht sie eine Größe, wo man sie mit der Polizei nicht mehr stoppen kann. Ja, und irgendwann mal fallen dann die ersten Schüsse, wo die Polizei sich einfach wehren muss gegen diese Banden, die dann immer gewalttätiger werden, immer sicherer werden, weil sie sehen, die werden nicht bestraft, die können machen, was sie wollen. Und die werden dadurch immer sicherer, immer aggressiver, aggressiver. Meinen, sie sind im Recht, weil die Medien das ja auch immer wieder betonen, die sind im Recht. Die wollen nur gerechten Zorn, freien Raum lassen und so weiter. Die bestätigen sie. Ja, und die werden immer sicherer in ihrem Tun, immer aggressiver. Und irgendwann mal wird sie die Polizei wehren müssen und wird einfach anfangen zu schießen. Ja, und das wird dann der Startpunkt sein für den Bürgerkrieg. Weil die sind dann schon so groß, so viele und so aggressiv, dass man sie nicht so einfach stoppen kann. Und die werden das dann wiederum auslegen als Aggressivität in ihre Richtung. Man hat ja auf uns geschossen. Und dann geht es richtig zur Sache. Leute, wir leben in sehr schlimmen Zeiten und es wird immer schlimmer. Es entwickelt sich im Moment rasant. Ja, also ich empfehle euch dringend sich vorzubereiten. Treibt Sport, kauft euch Vorräte, holt euch irgendwelche Sachen, mit denen ihr euch verteidigen könnt. Es wird schlimm werden. Richtig schlimm. Also, bis zum nächsten Mal.